Willkommen bei einer neuen Woche und bei neuen News. Wir starten gleich mit der La Ferme Limousine V1 von Team SG. Der Urmapper ist Harry Sepp und das Team hat die Karte von FS15 in den 22er konvertiert. Und ja, es fehlen ein paar Filtyps, aber es kommt noch eine V2, soweit ich hier alles gelesen habe. Ja, Objektlager, ja, das ist neu mit dem GoWild DLC, beziehungsweise davor. Apropos GoWild DLC, die Karte ist leider nicht kompatibel damit, weil zumindest mit dem GoWild LT Master und mit dem Vario Master. So, Kälber, Kuhstall, Hühnerstall, hat man alles. Ja, Kälber, Iglu, also Jungtierchen. Dann Stahlfahrzeuge haben wir natürlich auch. Verkaufsstellen, bis auf die Multifoods, glaube ich, sollte das Ganze ohne Probleme funktionieren. Eingetragen ist halt alles, nur der richtige Eintrag in der XML fehlt halt noch. So, Wachstumskalender wurde auch komplett überarbeitet und an für sich schaut die Karte, ehrlich gesagt, recht schön aus. Mir gefällt's. Und den Rest schauen wir uns noch weiter an. So, Stahlfahrzeuge haben wir dann mal hier. Und die Karte ist auch leider nicht kompatibel mit Mais Plus und dem CSZ Tool Pack. Bin ich zwar etwas schade, aber nun ja, man kann leider nicht alles haben. Und das ist Ihnen aber erst kürzlich aufgefallen. Es steht halt gerade eigentlich heute. Aber die Karte sollte eine Rinderfarm, eine Schaffarm, eine Schweinefarm, einen normalen Getreidehof haben, einen Gemüsebauernhof, Biogasanlage und 128 Felder sollte es auch noch geben. Und wenn ich mal das so sagen darf, gibt es hier viele Details, die man sich anschauen kann oder sollte. Ja, hier haben wir einen Steinbruch, das stimmt, hier haben wir, ja, Store Item Lime Productions. Dann haben wir, oben haben wir das Sägewerk mit Schreinerei zum Beispiel. Auch noch da. Und hier sollten wir auch bei einem weiteren Hof haben. Ich glaube nicht, dass ich heute in der Kürze alle Höfe zeigen kann, weil ich versuche die Karten kurz und knackig zu zeigen. Und ja, da kommt halt hin und wieder leider etwas zu kurz. Aber hier haben viele Leute viel zu tun, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, Schafweide, Kuhweide gibt es auch noch. Neue Kulturen. Davon gibt es 10. Eben die Multifood. Wenn sie funktionieren, sollte das sein. Hartweizen, Sommergerste, Erbsen, Flachs, Luzerne, Klee, Dinkel, Hirse, Roggen und Tritikale. So, bei den Feldern waren wir schon mit 128. Das schaut nach Lohnunternehmen aus. Und es gibt 145 käuflich erwerbbare Gebiete. So, da haben wir dann die Biogasanlage. Und jetzt, wenn man sich das Ganze so anschaut, kann ich ehrlich mit ruhigem Gewissen sagen, dass das eine schöne Karte ist. Rundherum sieht man auch etwas anderes als nur den Kartenrand. Das schaut gut aus. Hier kann man auch noch was hinzufügen oder hinbauen, je nachdem. Entweder einen Hof oder irgendwas anderes, was man halt gerade möchte. Und die Karte, wie gesagt, an und für sich kann ich mich eigentlich nicht beschweren. Es gibt dann halt noch ein paar Fehler, aber die werden dann hoffentlich in der V2 behoben.
Forest Valley, jetzt in der V1. Sie kommt von Bulletin Farms Builds. Und ja, das ist eine komplette Forstkarte. Und nun, ja. Es wurde gegenüber der Beta so einiges verändert. Es gibt zum Beispiel hier oben einen Feuerwachturm, zusätzlich die Bodentexturen wurden überarbeitet, die Geländetexturen, vor allem die von den Bergen, wurden überarbeitet. Ja, Sägewerk gibt es jetzt auch, Flutlichter gibt es auch, da wurde auch was da hinzugefügt dabei. Ja, hier mal den Startpunkt wieder und in puncto, naja, da verzeihe, merkt man es eindeutig, es ist eine Forstkarte. So, es gibt zwei Stellen, wo man Holz verkaufen kann. Neue Tankstelle gibt es auch beim Shop und alle sonstigen Tankstellen wurden entfernt, bis auf eine einzige. Ja, sonst gibt es eigentlich nicht viel zu sagen für diese Karte. Außer sie ist wirklich rein nur für unsere Fort Diplomaten. Und nun gut, schauen wir einfach einmal zur nächsten Karte. Beziehungsweise zu den Updates. Hackendorf 22 Version 1.0.0.3. Ja, die kommt von Attica 83. Und da hat sich so einiges geändert. Und nicht nur geändert. Und leider ist auch ein neues Save Game erforderlich für diese Karte. Gut, dann hinzugekommen ist bei dieser Karte erstens einmal der Schlamm und das ist das einzige Schlafzeug, was man hat. Ja, Schafweide. Ja, Schafweide, Verträge, Produktionen und ja. Derzeitige Startfahrzeuge sind das. Zusätzliche Früchte, nämlich rote Beete, Karotten, Zwiebeln und Knoblauch und Luzerne hat man. Und die schaut richtig gut aus. Also die PDA ist sehr detailliert. Und ja, schauen wir mal zu den Änderungen weiter. Ja, der Schlamm wurde verbaut vom Viper GTS. Und der Mod, den man dazu braucht, ist leider noch nicht verfügbar. Der Blitzskript wurde angepasst und reagiert jetzt auch auf die Autodrive-Kurse. Dann der Waschanlagen-Skript wurde geändert und bei mehr als 50% Schaden gibt es kein Waschen. So, Kolimasken für Autodrive wurden angepasst, damit das nichts mehr stehen bleibt und auch bei den Ampeln nichts mehr stehen bleibt. Weitere Tiere wurden hinzugefügt, nämlich Ziegenbullen, Kälber, Ferkel, Küken, Enten und angeblich, wie ich es sehe, noch ein paar weitere. Die sind leider nicht angeführt und natürlich sind sie auch beim Schlachter hinzugefügt worden. Öffnungszeiten bei den Fabriken und Verkaufsstellen gibt es auch. Bei den Verkaufsstellen sind sie noch nicht ganz final, aber bei beiden benötigt man einen Skript von Ihnen. Der ist auf Ihrer Homepage verfügbar zum Download. Gut, das war's soweit mit der Ackendorf und nun ja, schauen wir sich eine weitere einmal an. No Man's Land Version 1.3. Ja, nicht die richtige No Man's Land, nämlich die No Man's Land Diamond Access. Von, das haben wir gleich, von Max Simfarm. Das ist der Mapper, der die Karte umgebaut hat. Und der Hauptmapper ist unser Alien Jim. So, Version 1.3. Was gibt es da für neue Dinge? Und zwar eine feste Wassertextur gibt es. Sogar das Layout wurde hier anders gebaut. Und ja, was dann die Geländeräumigkeit bei Feld 8, die wurde behoben. Es wurde bei Feld 3 ein Fehler behoben, und
Und im Allgemeinen wurden die ganzen Fehler, die man ihm gemeldet hat und alles andere auch behoben, beziehungsweise auch die Fehler, die er gefunden hat. Dann gibt es auf dem Farmgrund ein realistisches Gewächshaus, einen Schuppen zum Lagern von Ballen oder Geräte, je nachdem, wie man das halt selber möchte. Werkstatt, Waschstation, Erntelagerung, zwei Kisten für Ausrüstungen, Mühle wurde angebaut und ein Verkaufspunkt, nämlich Biker Café, den gibt es jetzt auch. Gut, soweit mit der No Man's Land Diamond Address und ja, eine kommt noch vor unserer Umfrage. Holleszin Version 1.0.0.1 von Micromod. Ja, was hat sich hier geändert? Und das ist Folgendes. Nämlich zwei kleine Straßen wurden hinzugefügt, die an das Flussufer führen. Dal Contadino wurde als neue Verkaufsstelle eingebaut. Die Stromleitungen sind jetzt höher. Einige Anpassungen an der Umgebungs-X-Mühle wurden gemacht. Stahlfahrzeuge unterscheiden sich jetzt von Anzahl und Position. Kollisionen wurden gefixt. Produktionen sind nicht mehr in den Stores, also quasi hier sichtbar. Ich denke, dass das ist. Der Wachstumskalender wurde auch umgebaut. Zuckerrohr, Baumwolle haben wir auf jeden Fall nicht auf der Karte. Und ich glaube, das stört jetzt auch nicht wirklich jemanden. Dann gab es einige Probleme mit Objekten und Gebäuden. Das wurde natürlich auch wieder behoben. So, Kuhstall und Pferdestall hat man schon. Starten wir die Stahlfahrzeuge. Ja, Verkaufsstellen sollte man, das sollte man auch alles verkaufen können. Und ja, ein neues Safe Game ist leider auch erforderlich. Gut, das war's dann mit den Karten und nun schauen wir zu unserer Umfrage. Das letzte Mal habe ich gefragt, welche neue Karten euch am besten gefallen haben. So, also plain and simple. Null, also nicht einmal einer. Ja, Cattle Farm 7%, Kolos, war glaube ich eh die schönste Karte, die neu gekommen ist. Da waren 64% und Blue River Farm 29%. Und die nächste Umfrage geht um das Gobble Pack, also schaut doch mal rein und votet mit, ich bin gespannt. So, gut. Dann Dankeschön fürs Zuschauen und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da und vergesst das Like nicht. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.